Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mystery of the Ancients, die drei Wächter. Den Titel habe ich irgendwie schneller rausgekriegt, also beziehungsweise mir merken können. Au, die Dornen sind ganz schön spitz. Er faucht uns wieder an. Ah, da ist wieder unser kleines, da ist wieder unser freches kleines Kerlchen. Der kleine knuffige, aber etwas blöde Waschbär. Oh nein, die Tür ist von innen abgeschlossen. Das hätte ja auch einfach sein können. Wenn einfach, einfach, einfach ist. Wovon war das nochmal der Werbespruch? Ich weiß es nicht mehr. Igitt, ich hasse Bienen. Wie kann ich sie vertreiben? Ach, Bienen finde ich eigentlich nicht so... Ach, wir haben immer noch die Trillerpfeife. Ja, Bienen finde ich eigentlich nicht so schlimm. Wespen hasse ich wie die Pest. Ich habe... Ne, so eine riesen Abneigung gegen die Viecher. Ja klar, das hilft nicht, das hilft auch nicht. Aber den Waschbär können wir ja direkt wieder vertreiben. Och, der Arme. Der lacht uns einfach aus. Ah, ein zweites Mal kann ich den Trick also nicht anwenden. Du lernst also schnell. Es ist nicht wie bei Why Angels Cry, wo man einfach alles wieder verwerten kann die ganze Zeit. Das sind die Wespen. Ich dachte gerade, bei mir im Raum würde gerade irgendwie an meinem Ohr eine Fliege vorbeifliegen, aber ist gar nicht so. Bär, du hast einen nützlichen Gegenstand erhalten. Ohne Griff kann ich die sicher nicht gebrauchen. So ein Mist. Abgeschlossen. Wow. Die Kreatur, die diese Kratze gemacht hat, möchte ich aber auch nicht begegnen. Ich ziehe es auch erstmal vor, ihr nicht zu begegnen. Jetzt haben wir hier einen Vorschlaghammer, der beste Gegenstand, den es gibt. Foto von Steven als Kind. Was brauchen wir das denn? Ja, Ruder. Eine ungewöhnliche Befestigung für die Kette. Ich sehe schon, wir brauchen dann noch so einen kleinen Diamanten dann. So. Können wir sie mit einem hässlichen Bild von Steven vertreiben? Nein, mit dem Vorschlaghammer auch nicht. Das Ding hier ist ganz schön gemein, aber kann ich mit dem Vorschlaghammer... Okay. Bloßen Händen komme ich nicht an diesen Schneidbrenner... Was? Scheidbrenner ran. Hm. Okay, da hilft mir gerade nichts weiter. Aber der Vorschlaghammer. Da kann ich die Kette hier durchschlagen. Natürlich verlieren wir da direkt auch schon wieder unser... Sobald du aus dem Weg geräumt bist, kann niemand... Ach so. How dare you interrupt me? I am Ingram Draco, servant of Morrigan the Terrible. Prepare to die. Oh, Entschuldigung, dass ich lachen musste, nur Dragon Age Spieler wissen bestimmt, warum hier Morrigan. Hm? Ach, aber das ist hier ein Kerl. Also in Dragon Age ist das ja eine Frau mit dem Namen. What? You have an amulet of power to protect you. This isn't over. We will meet again. Unglaublich, das Amulett hat mich vor dem Mann und seiner schwarzen Magie gerettet. Klasse, der blaue Stein ist wieder ganz. Super. Halte durch, sagt sie sogar wirklich. Halte durch, Elena, ich werde dich hier so schnell wie kann rausholen. Ja, nur wird das nicht besonders schnell sein, glaube ich. Hier verschieben wir mal wieder alles, dann haben wir einen Griff. Ach, für die Sichel. Sein Weg finden, das Feuer zu löschen. Aber wenn ich jetzt unseren Eimer Wasser aus Angels Cry habe, ich sollte nicht so oft auf dieses Spiel anspielen, aber es ist mir vieles noch in Erinnerung, weil das ja gar nicht so lange her ist, dass ich gespielt habe. Einmal die Sichel. Ich muss den Griff irgendwie befestigen mit dem Seil. Tatsächlich.
Sichel. Damit schnell das Bienennest abschlagen. Nee. Wäre auch zu einfach. Kann ich auch nicht mit der Sichel machen, nee. Wo brauchte man denn noch irgendwas zum Schneiden? Ach, hier. Ein Schneidbrenner. Was zur Hölle kann ich denn jetzt mit dem Ding machen? Kann ich dir mit einem Bild von Steve ablenken? Nein. Steven. Seinen Namen kriege ich auch nicht mehr auf die Reihe. Da müsste ein Ruder hin. Das Ding bewegt sich auf... Was für eine Aussicht. Was? Was für eine Aussicht? Da sind Lichter am anderen Ufer. Vielleicht wohnen dort ja Leute. Vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Was haben wir denn hier noch? Das ist Elenas Haus und das sind ihre Spitznamen, die sie sich gegenseitig gegeben haben. Ach so. Ich muss mich beeilen und ins Haus gelangen. Ja, warte. Erstmal muss ich mal ein bisschen... Ne? Bisschen gucken. Ach. Hierfür, für die Kette kann ich den Schneidbrenner gebrauchen. So. Oh mein. Von Leichen im Keller spricht man ja gelegentlich, aber Krähen im Schrank? Ah, ein Schlüssel. Schlüssel zum Bootshaus. Sehr schön, das ist wirklich nützlich. Haben wir neue Tagebucheinträge eigentlich? Zu den Personen? Ja, ganz viele sogar. Zu Steven. Sobald du aus dem Weg geräumt bist, kann niemand Steven helfen. Diese Aussage verrät mir, dass Steven noch am Leben ist. Ich muss den Ort finden, an dem er verschwunden ist und nach Spuren suchen. Ich habe den Verdacht, dass Steven nicht durch Zufall das erste Opfer war. Dann Ingram. Ingram Draco, Diener von Morrigan, der Schrecklichen. Doch eine Frau. Wenn man bedenkt, wozu dieser Diener fähig ist, möchte ich nicht wissen, was diese Morrigan so alles auf den Kasten hat. Weil die Frage bleibt, wer ist dieser Mann und was will er von Elena und Steven? Ich find's so geil. Einfach Morrigan. Morrigan ist wieder da. So. Warte, ja doch, das hatten wir schon gelesen. Ein Mann in einem Umhang aus Federn versperrt mit dem Weg zu Elenas Haus und hat sich mit ihr darin verbarrikadiert. Elena ist in großer Gefahr. Ich muss ihn auffallen. Was hat Elena mit diesem Mann zu tun? Das Amulett hat Ingrams Fluch gebrochen, aber ist trotzdem entwischt. Elena ist gerettet. Zum Glück war ich noch rechtzeitig zur Stelle. Ey, irgendwie ist sie nicht gerettet. Irgendwie fackelt gerade ihre Bude so vor sich hin, aber das lassen wir jetzt mal schön aus... Ach du Arsch. Schon wieder. Wenigstens habe ich das Amulett. Auch wieder Sternbildchen nachzeichnen. Oh nö. So. So. Sehr schön. Beeren. Das soll dann bestimmt ein Fuchs werden. Genau. Das hier oben, das habe ich auch noch nicht kapiert, was das eigentlich so richtig darstellen soll. Das dreht sich so schnell, das Teil hier. Das finde ich nicht so toll. Ach, eine Eule. Ah, okay. So. Es erinnert mich irgendwie an die Mystery Trackers. Auch so eine Wimmelbildspielreihe, die habe ich bei der guten Jenny auf Syndra gesehen, auf dem Kanal. Ja. Gehen wir ins Bootshaus, dafür haben wir ja gerade den Schlüssel bekommen. Ab und rein da. Ach, das ist jetzt ein gewöhnliches Wimmelbild. Ach so, die gibt's, gibt hier unterschiedliche Dinger. Anker, Gartenzwerg, Schaufel, Bär, Haken, Stern, Feuerlöscher, die Zahl 13, Schirm, Fisch,
Sägeblatt und Fernglas. Für die Dinger hier muss man halt schon vorher nochmal irgendwas machen. Da haben wir übrigens den Bären. Soll ich denn mit dem Tuch machen? Mal gucken. Schlüssel für... Ach, da oben. Jetzt haben wir schon mal den Feuerlöscher. Den werden wir auch hinterher, denke ich, gebrauchen. Das Fernglas. Drei Anker. Da haben wir schon mal den ersten. Auch hier eine Taschenlampe? Nee. Ach, Stern brauche ich auch. Da haben wir das Sägeblatt. Oh. Da habe ich direkt den Fisch gekriegt. Die Zahl 13, dafür muss ich hier über irgendwas drüber wischen, aber ich weiß nicht, worüber. Ach, da oben über den Spiegel. Da haben wir die Zahl 13. Dann brauche ich einen Schirm, den haben wir hier. Drei Haken, da habe ich hier schon mal einen. Was ist das hier eigentlich? Zählt das als Anker? Ja, genau. Das ist auch ein Haken und das hier ist ebenfalls ein Haken. Die Schaufel habe ich auch schon zigtausendmal erwähnt, den Gartenzwerg. Ah, da haben wir noch einen Anker. Es hat viel zu gut geklappt. Es ist sehr seltsam. Ja. Ich habe endlich nach Jahrzehnten den Feuerlöscher mitgebracht. Schön, dass sich Feuer in solchen Spielen nie ausbreitet, sondern immer auf derselben Stelle bleibt. Dich ignoriere ich. Und guck erstmal hier. Kommt nämlich direkt die Bärenstatue drauf. Smoker. Okay. Die geht noch nicht auf. Da muss von Stephen als Kind das Bild noch hin. Ah, und da fehlt auch noch ein Bild. Und dann muss man das irgendwie wieder ordnen, denke ich mal. Oh, thank you for coming. So much has happened. I don't know where to start. I was attacked by crows, and then by a huge bear. Stephen is missing, and the police can't find him. And then that man, Ingram. I don't know what he wants from me. I marked on this map where we were camping when we were attacked. I know Stephen is still alive and he needs help. But now I'm too weak from the fire. Please, look around this place. There might be a clue about where Stephen might be now. Mein Haus mit dem Boot zur Feuerstelle. In Ordnung. Bisschen Schutt wegräumen und dann nehmen wir das hier. Foto von Stephen im Camp. Ja. Hänge die Fotos an der richtigen Stelle auf. Wähle zwei Bilder aus, um sie zu vertauschen. Orientiere dich dabei an der Auswahl, an ihren Titeln und ihren Formen. Ja, ihre Titel sehe ich gerade nicht. Ich sehe nur die Formen. Das ist schon mal richtig. Das muss bestimmt hier unten hin. Nee. Kommt das hier unten hin? Auch nicht. Wie wär's dann hiermit? Ach so, bestimmt von so klein auf bis immer größer. Kommt das dahin? Das kommt hier dann hin. Dann hat er da bestimmt Elena getroffen. Hat er sie seinen Eltern vorgestellt. Dann ist er Dingens geworden. Okay, die beiden Bilder konnte ich jetzt nicht logisch erklären, nur an den Formen. Ein Bärenauge. Das Spiel macht gerade echt voll viel Spaß. Das wundert mich gerade. Ich habe noch nie so viel Spaß bei einem Wimmelbildspiel. Ach, zwei Ruder, genau. Aber vielleicht kann man den ja mit Rauch vertreiben. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Wo bräuchte ich denn noch Rauch? Ach, mit Rauch kann ich die Bienen töten. Da war ja noch was.
Dann greife ich mir ein bisschen Honig, schmeiß die dem Waschbären hin und dann kriege ich die Ruder. Genau. So, rudern. Dann. Boah, ist der hübsch. Der Fuchs wirkte nicht ungefährlich, aber ich glaube, er hat mich gerade vor Draco und seinen Krähen gerettet. Was haben wir hier? Hier hat kürzlich noch jemand gegraben. Schall auf dem Boden interessiert sie jetzt nicht so sehr. Es klemmt da zwischen den Wurzeln. Leider kann ich es nicht einfach so abreißen. Da haben wir direkt einen Eulenflügel. Bloß dann kommt sie hinter das Rad nicht ran. Ich gehe aber erstmal direkt zurück in Elenas Haus und öffne das hier. Elena und Stephen sind so ein süßes Paar. Mond. Wo brauchten wir denn das Zeichen nochmal? Ach, ich weiß wo. Hier an der Statue, genau. Dann finden wir darin eine Krähe. Da weiß ich gerade nicht, wo die hin muss. Gucken wir mal hier. Sie muss erst das Moos abschaben, um die Formen zu erkennen, die dahinter ist. Ah. Was für ein seltsamer Vogel. Die Eule muss mir gefolgt sein. Da haben wir jetzt auch was für den roten Stein. Klasse, noch ein Stück des Amuletts. Damit können wir bestimmt irgendwelche Angriffe zaubern. So. Bitte die blauen Punkte in numerischen Reihenfolge, um ein Bild zu erstellen. Willst du mich verarschen? Geht das auf Zeit? Oder... 13? 14? Da ist doch jetzt gerade nichts Schweres dran. Ich denke mal, das geht irgendwie auf Zeit. Nee, doch nicht. Aha. Das Amulett ist doch immer nicht vollständig. Ich muss alle Tierembleme sammeln. Hast du das auch noch? Streichhölzer. Ah, die Bildhälfte. Durchgerissenes Foto. Reißverschluss ist kaputt. Vielleicht bekomme ich ihn ja trotzdem irgendwie auf. Meine Güte, was für riesige Fußabdrücke. Und blutig. Den muss ich nachgehen, wenn ich Stephen finden will? Das war keine Frage. Flasche. Okay, die können wir vielleicht mit der Flasche einfangen. Nee. Trillerpfeifchen. Man, die hören ja nichts, die Viecher. Das ist Elenas Rucksack. Super! Ich habe also den Ort gefunden, an dem Stephen verschwunden ist. Das steckt fest. Das bekomme ich nur mit etwas Scharfen raus. Das ist nicht ganz richtig. Ich hätte die einfach jetzt zerschmettert und dann... Die Glühwürmchen produzieren viel Licht, ob man mit ihnen wohl ein Zimmer beleuchten kann. Das wird nicht funktionieren. Setzen wir ihn nochmal gerade hin. Ach, da haben wir auch noch einen roten Kristall. Das erste Stück des roten Steins. Versteckt auf jeden Fall etwas in der Höhle, aber ich komme erst da rein, wenn ich das Geröll beiseite räume. Ja, du bist ja lustig. Wie soll ich das denn tun?
Leider kann ich es nicht einfach so abreißen. Naja, ich gehe erstmal und mach schon mal das Foto dorthin, wo es hingehört. Nämlich hier hin. Medaillon. So ein paar scharfe Krallen. Vielleicht kann ich das für irgendwas gebrauchen. Hier drauf schon kann ich es nicht. Okay, hier wirklich das. Haben wir eigentlich neue Tagebucheinträge? Julia und Jack? Wer sind denn die beiden? Julia. Ich weiß nicht, ob der Fuchs Freund oder Feind ist, aber auf jeden Fall hat er mich vor den Krähen gerettet. Jack? Das war eine ungewöhnliche Eule. Es scheint, als wollte sie mir etwas zeigen. Ist das jetzt nicht gerade irgendwie voll der Spoiler? Aber egal. Ich... Bloß mit den Händen kann ich den nicht rausziehen. Wo brauchte ich irgendwas Scharfes? Warte, weil... Reifverschluss vielleicht mit dem Medaillon? Das ist nicht ganz richtig. Ach so, hier sagt sie noch was anderes. Das ist Stevens Jacke. Meine Güte, das muss ja ein Riesenbiest gewesen sein. So, wo soll ich denn jetzt so ein Kackmedaillon? Ich kann auch hier einfach mal weitergehen. Stimmt. Das war knapp. Noch ein Schritt und das Phantom hätte mich erwischt. Ey, zum 10. Mal irgendwie das hier machen. Das ergibt ein Lagerfeuer. Irgendwie ist die Steuerung von dem Teil hier nicht so präzise. Ein Schädel? Was ist das hier jetzt schon wieder? Ach, ein Baum. Ah, das war leicht. Und Schuss. Super, ich hab's geschafft. Gegen das Amulett hat der Fluch keine Chance. Aha. Prima, ich habe Steven gefunden. Er ist verletzt, scheint aber sonst in Ordnung zu sein. Aber da ist immer noch Draco. Wow, da versteckt sich eine ganze Familie von Tierchen. Vielleicht haben sie ja Hunger. Vielleicht habe ich auch einfach nichts zu essen. Ach so, da haben wir noch so einen roten Kristall. Klasse, noch ein Stück für das Amulett. Der rote Kristall braucht aber länger zum Auffüllen. Zwei Krähen brauchen wir noch. Da sollte ich lieber nicht drüber klettern. Ich könnte mich verletzen. Plakat. Was ist denn für ein Plakat? Ah, für Steven habe ich aber noch. Vierte Seite, ich habe Steven gefunden und er lebt. Aber er ist verwundet und braucht dringend Hilfe. Ich muss irgendwie in die Hütte kommen, doch dann wird Draco ganz sicher auf mich losgehen. Hoffentlich hilft mir der Zauber des Amuletts. Hoffentlich. Hier liegt ganz sicher etwas vergraben.
Ein Messer. Die Tür ist abgeschlossen und zwar mit einem ungewöhnlichen Mechanismus. Und zudem noch zudem noch ein paar Zahnräder fehlen. Darum kümmern wir uns aber alles in der nächsten Folge und Aufnahmesession. Ich hoffe, ich weiß bis dahin überhaupt noch, was ich hier irgendwie gemacht habe. Naja, falls es nicht so der Fall wird, dann stellt euch schon mal auf fröhliches Gefail herum ein. Es läuft ja bis jetzt ziemlich gut, das Spiel macht doch ziemlich viel Spaß, mehr wie ja das letzte Spiel, was ich gespielt habe, erstaunlicherweise. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mystery of the Ancients, die drei Wächter. Und bis dahin, macht's gut.